Sirlot Conte, zuletzt angeschlagen, kehrte in die Startelf zurück anstelle des gelb gesperrten Brünkers. Und bemerkenswert, trotz Brünkersperre Christian Beck nicht mal im Kader. Stattdessen brachte Christian Tietz mit Ernst und Jakobsen zwei weitere Spieler, die nach Verletzung zurückkehrten und von Beginn an ran durften. Und der FCM begann mutig, artig mit der Finger, mit der Fußspitze auf Conte die erste Möglichkeit nach 4 Minuten. Es wäre tatsächlich das erste FCM-Tor in der Anfangsviertelstunde in dieser Saison gewesen. Dann wurden die kleinen Bayern etwas besser. 8. Minute, Stiller beim Eckball und Lawrence Müller auf der Linie. Müller, bester Torschütze beim FCM. Jetzt Torverhinderungsexperte gegen 2-Meter-Mann Lawrence. Die Gastgeber immer wieder gefährlich nach Standardsituationen. Erneut Stiller und erneut wird's brenzlig. Behrens kratzt den Ball von der Linie. Die Partie am Bayern Campus ausgetragen. Eine Ausnahme, um den Rasen im Grünwalder Stadion zu schonen. Und Magdeburg nach wie vor mutig. 24. Minute. Artig mit Jakobsen. Schön durchgesteckt. Artig mit der Möglichkeit. Geht zu Boden und Magdeburg fordert Elfmeter. Auch Christian Tietz an der Seitenlinie. Schiedsrichter Schultes entscheidet gegen den FCM. Und das zu Recht, weil Feldhahn zuerst den Ball spielt und dann Glück hat, dass Torwart Schneller genau richtig steht. Gute Entscheidung vom Schiedsrichter. Christian Tietz erkundigt sich nochmal beim Assistenten Andreas Hummel. Daumen hoch. Daumen hoch auch für die FCM-Offensive, die immer wieder nachsetzte, immer wieder früh presste und zu Chancen kam. Jakobsen noch abgeblockt. Dann Obermeier mit dem Schlenzer. Raphael Obermeier, 2016 bis 2018 hat er für Bayern 2 gespielt. Unter Carlo Ancelotti durfte er sogar einmal auf die Bundesliga-Bank. Die Schlussphase gehörte dem FCM. 45. Minute. Da ist wieder Obermeier. Artig bekommt den Ball sofort unter Kontrolle und trifft zur Führung für Magdeburg. 2. Saisontor für Barış Artig. Technisch höchst anspruchsvoll, wie er den Ball von Obermeier verarbeitet und direkt aus der Drehung abzieht. 9-mal in Folge ist der FCM zuletzt mit 0:1 in Rückstand geraten. Diesmal nicht. Verdiente Halbzeitführung. Und Mario Kalnick durfte hoffen auf den 2. Auswärtssieg in Serie. Zumal der späte Treffer Wirkung zeigte. In Durchgang 2 von den Bayern kaum noch was zu sehen. Singh in der 74. Minute schon. In der Vorsaison Sabrit Singh noch Doppelpacker gegen den FCM. Der verteidigte weiterhin gut. Mitte Januar hat Magdeburg letztmals zu Null gespielt. Gelingt das heute? Es wäre ein Riesenschritt im Kampf um den Klassenerhalt. 89. Minute schon. Der eingewechselte Arp und Oberlin verstolpert den Ausgleich. Dick Dusel, Behrens mit den Fingerspitzen und Oberlin bekommt ihn nicht über die Linie gedrückt. Es läuft die Nachspielzeit. Der eingewechselte Jakubiak dribbelstark. Dann Welsmüller, der trifft Jakubiak und Schiedsrichter Schultes zeigt auf den Punkt. Jakubiak, Torschütze gegen Mannheim. Hier holt er den Elfer raus, wird ganz leicht touchiert. Vertretbare Entscheidung. Jürgen Jasula mit der Möglichkeit, alles klar zu machen. Sein letztes Tor hat er gemacht in München bei Türkgücü per Elfmeter. Und jetzt trifft er erneut. 2:0 Führung für den FCM. Jürgen Jasula bleibt cool und trifft zum Endstand. Ich glaube, man hat es in den letzten Wochen schon gesehen, dass wir als Einheit zusammengewachsen sind. Wir haben uns da auch nochmal besprochen. Und seitdem denke ich, dass wir uns auch stabilisiert haben. Und da dürfen wir jetzt keinen Zentimeter von abweichen. 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Magdeburg klettert und klettert und klettert raus aus der Abstiegszone.